deine Finca brennt? Was genau, das kann sie mir jetzt auch nicht sagen. Ich soll einfach so schnell wie möglich vorbeikommen. Ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Und wenn du mit dieser Wahrheit irgendwas anfangen kannst, dann komm mit mir nach England. Ich kann mein Leben jetzt hier nicht schon wieder eintauschen gegen Leben mit dir. Ich hoffe, du entscheidest dich für mich. Papa! Papa! Jetzt gib mir deine scheiß Hand! Er wollte dich töten. Ich werde es ihm heimzahlen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Ich halte es zu Hause einfach nicht mehr aus. Deshalb möchte ich für einige Zeit hier wohnen. In der Suite meines Vaters. Also gut, ich komme mit. Dann informiere ich den Piloten. Aber damit das klar ist, wir fliegen nach England, sehen uns den Hengst für die Zucht an und kommen sofort wieder zurück. Klar. Ich brauche nur deinen Sachverstand. Na dann los. 2 Minuten. Ich hole meine Papiere. Gut. Ricardo, du hast mich eben angerufen. Ich hab's leider nicht klingeln hören. Bist du schon auf deiner Finca? Ich hoffe, das Feuer hat nicht allzu viel zerstört. Gut. Es kann sein, dass ich heute Nachmittag nicht die ganze Zeit erreichbar bin. Nichts Besonderes. Ich denke an dich. Bis dann. Warum macht Kim das? Sebastian, sie liebt ihren Vater und sie denkt, dass du ihn umgebracht hast. Du meinst, sie will rumschnüffeln? Soll sie doch. Sie weiß, dass diese ganze Ansgar-Flieg-nach-Kanada-Geschichte eine einzige Lüge ist, weil du den Typen gekauft hast. Sie wird aber keine Beweise dafür finden. Ich habe alles vernichtet, was mich mit diesem Mann in Verbindung bringen könnte. Sicher? Wenn Sebastian glaubt, dass er einfach so davonkommt, dann hat er sich gewaltig geschnitten. Er hat eiskalt in Kauf genommen, dass Ansgar stirbt. Ja, ja, aber warum hat Ansgar Sebastian dann nicht wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt? Dann steht es Aussage gegen Aussage. Und am Ende kommt Sebastian noch davon? Nein. Ich werde harte Beweise gegen Sebastian und Tanja finden. Sag mal, glaubst du, das lassen die einfach so zu? Du kennst doch Tanja. Ich will nicht, dass du dich in Gefahr begibst, okay? Aber ich würde eigentlich auch gerne, dass du bei mir bist. Zieh mit mir aufs Schloss. Nein. Keiner von uns sollte aufs Schloss. Und ich kann nicht glauben, dass Ansgar sowas wirklich von dir verlangt. Gut, dann eben nicht. Wenn du mir nicht helfen magst. Weißt du, ich find's einfach nur scheiße, dass er dich in seine Rachepläne mit einbezieht. Ich bin die Einzige, die ihm helfen kann. Und das werde ich auch tun, weil er mein Vater ist. Ich mach mir nur Sorgen, dass du dich verbiegst und am Ende genauso wirst wie er. Nee, werde ich nicht. Versprochen. Okay, dann schwöre es. Schwöre, dass du niemals, niemals mit einer kurzen Frisur mit Pomade im Haar vor mir stehst. Ich schwöre. Okay, dann pass auf dich auf, ja? Alles klar. Alles klar. Das ist eben gerade ein bisschen komisch. Hey! Ihr haut einfach ab? Ja, wir haben nach dir gesucht, aber selbst der Empfang wusste nicht, wo du bist. Und ich dachte schon, der Whirlpool hat euch nicht gefallen. Der Jetstream war erstklassig. Also, ihr könnt gerne jederzeit wiederkommen. Vielleicht leiste ich euch das nächste Mal auch Gesellschaft. Gerne, danke. Ich muss dann mal. Bis später. Bis später. Von wegen hetero. Da lief doch was, oder? Ich sag's immer wieder. Mit Whirlpool und Champagner knack ich sie alle. Mhm. Sag mal, bleibst du bei unserem Date heute Abend?
Ich fürchte, das wird leider doch nichts. Ich bekomme noch eine Lieferung fürs No Limits. Aber ich rufe dich an. Okay. Bis bald. Bis bald. Sie haben 10 Minuten. Wir führen einen anständigen Haushalt. Mein Gott, wenn ich nicht jeden Tag die Abstände des Bestecks mit dem Lineal nachmessen würde, hätten wir bald Zustände wie bei den Hottentotten. Ist nun mal so. Jeder der Herrschaften hat seine eigene Art. Sie waren stets die größte Herausforderung. Wer sich wohl jetzt um Sie kümmert, bei den Holzfällern. Wenn Sie überhaupt da sind. Ich meine, ich könnte mir ja gut vorstellen, dass Sie sich in einer englischen Grafschaft niedergelassen haben, mit passendem Personal. Aber Kanada. Die Natur dort soll umwerfend sein. Und ich habe gehört, es gibt dort sogar Bürgersteige und Kühlschränke. Glauben Sie? Nun, ich glaube nicht, dass es ein Land für einen Graf Ansgar ist. Es ist zu wenig kultiviert, nicht wirklich europäisch und sehr einsam. Sie vermissen ihn sehr, oder? Verwechseln Sie bitte nicht Sentimentalität mit Loyalität. Ich weiß, ich bin zu spät, aber Elisabeth musste mich bei Maxi im Krankenhaus ablösen und sie konnte nicht früher. Hat schon jemand nach mir geschrien? Keine Ahnung, ich bin auch erst gerade gekommen. Ach, so lange hast du mit Olli noch geplanscht? Das auch. Was noch? Ah! Sag jetzt nicht, du stehst neuerdings auf Martina. Was? Wer ist das denn? Na, die Kleine vom Empfang, die du da gerade abcheckst. Wie kommst du denn auf den Quatsch? Weil ich dich kenne. Also lief schon was im Club? Schweinereien mit der Masseuse? Nein! Was dann? Mann, was willst du auch jede Kleinigkeit wissen? Sascha, ich bin deine Mitbewohnerin. Ich habe ein Recht auf deine schmutzigen Geschichten. Oder war da was mit Olli? Nein. Olli und du, ihr habt Knickknack? Ja, haben wir. Du vernascht hier meinen besten Freund, obwohl du noch nicht mal schwul bist. Und tust so, als ob nichts gewesen wäre? Ich habe ihn doch nicht. Das war alles anders. Ist klar. Und jetzt? Wie jetzt? Mit dir und Olli. Also, du wärst jetzt nicht die erste Hete, die aus Liebe zu Olli auf den Geschmack gekommen ist. Ich sag nur Christian. Ich bin auf gar keinen Geschmack gekommen, klar? Das Einzige, was ich sagen kann, Olli ist der beste Freund, den ich jemals hatte, okay? Ich muss eine Glühbirne eindrehen. The list of prizes he won is very impressive. Mm-hmm. Not just him, take a look at his offspring. Also Napoleon hat nicht nur sehr erfolgreiche Eltern, seine Nachkommen machen sich auch gut. Einer ist fürs Kentucky Derby gemeldet. Ja, das ist gut für die Zucht. Der würde auch gut in mein Budget reinpassen. Was meinst du? Es ist ein sehr schönes Pferd. Wirklich, es ist nur... Irgendwelche verschleppten Verletzungen? Nein, es ist nur so ein Gefühl. Wer ist das denn? That's Zanzibar. I just bought him myself. He's a beauty, isn't he? Yes, indeed. May I have a look? Go ahead. Please do. Vertrau auf dein Gefühl.
Was hast du hier zu suchen? Ich suche Beweise. Dafür, dass du Ansgar umgebracht hast. Kim, ich finde, das geht jetzt langsam ein bisschen zu weit. Ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass du dir Sorgen machst um deinen Vater. Aber du kannst hier nicht einfach so rumschnüffeln. Sehe ich da Panik in deinen Augen? Oh, dann bin ich wohl auf der richtigen Spur, ja? Oder ist es nur dein schlechtes Gewissen? Kannst du eigentlich noch ruhig schlafen? Raus. Ab jetzt wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Ich werde dich immer daran erinnern, was du mit Ansgar gemacht hast. Früher oder später, da wirst du dich verraten. Und dann werde ich da sein und werde dafür sorgen, dass du in den Knast wanderst. Ach so. Ich habe mal eben deine Bude verwanzt. Mal schauen, ob du im Schlaf sprichst. Vertrag für ein neues Shooting unterschrieben. Cool, oder? Sonst hast du keine Probleme? Habe ich was verbrochen? Ja. Wochenlang muss ich mir dein Liebeskummer anhören, dich trösten, dir Taschentücher reichen. Und dann muss ich von Sascha erfahren, dass der Adler schon längst gelandet ist. Das hat er dir erzählt? Ich hab's aus ihm rausgekitzelt, ja. Krass. So eine Drahtschante bin ich jetzt auch wieder nicht. Man kann mir schon mal was erzählen. Ich weiß, aber als ich ihn nach dem Strip geküsst habe, das war ihm total unangenehm. Das hätte er bestimmt niemandem erzählt. Ja, ich habe ihm ja sofort angesehen, dass da irgendwas nicht stimmt, so wie er dich angeglotzt hat. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, das kannst du auch. Er war total durch den Wind. Echt? Vor jedem Club hat er getan, als wäre das das Normalste der Welt für so eine Nummer im Whirlpool. Ihr habt im Whirlpool. Und ich dachte, wenn jemand hetero ist, dann Sascha. Er hat vielleicht einfach ein bisschen länger gebraucht, bis er gemerkt hat, dass er doch so ein bisschen bi ist. Du, ich will ja jetzt keine Spaßbremse sein, aber ich würde mir an deiner Stelle jetzt nicht ganz zu große Hoffnungen machen. Wieso? Hat er was angedeutet? Nein, das hat auch nichts mit Homo oder Hetero sein zu tun. Ich, also ich kenne Sascha einfach nur so, dass er nicht so ganz der Beziehungsmensch ist. Ich will ja auch nicht gleich wieder heiraten. Dann ist gut. Aber ich glaube, sein Interesse ist durchaus ausbaufähig. Also wir kommen bestimmt nie zusammen. Hm? Kostet bestimmt ein Vermögen. Oh, no, thank you. Okay. Ich würde dich gerne reiten. Aber dann komme ich ganz bestimmt nie wieder von dir los. Thanks. Der ist bestimmt teuer, hm? Da kostet er gleich viermal so viel wie Napoleon. Is that true? Yes. Sure. Absolutely. Erinnert mich irgendwie an Dionysos. Und dass Sansibar den weitaus besseren Stammbaum hat. Das ist es nicht. Das ist einfach so ein Gefühl. Das Gefühl, da steckt was ganz Großes in ihm. Irgendwas, was er selbst noch nicht ahnt. Das klingt bescheuert, oder? Nein, nein. Du hattest mit deinem Gefühl bisher immer recht. Deshalb habe ich dich ja mitgenommen. Aber um mir das andere Pferd anzugucken und nicht Sansibar. Na ja, du hattest immer schon das Gefühl, das ist ganz besonders. Ist wirklich ein schönes Pferd. Bestimmt unbezahlbar, oder? Ja, das dachte ich mir. Mhm.
Du hättest mal Sebastians bescheuerten Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich gesagt habe, dass seine Suite verwanzt ist. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber sei nicht zu frech. Du musst dir glauben, dass du um mich trauerst. Nein, keine Angst. Ich wollte ihn nur ein bisschen nervös machen. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon nicht verraten. Hoffentlich hat Emilio sich auch im Griff. Nicht, dass doch noch alles auffliegt, wenn der Burrito-Mann sich verplappert. Emilio ist überhaupt nicht nach Königsbrunn mitgekommen. Er hält nichts von unserem Plan. Ihr hättet meinetwegen Krach. Mach dir keine Sorgen. Sag mir lieber, was ich dir mitbringen soll. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, danke. Ach so, ich habe ein paar Zigarren und Hemden für dich. Die Lebensmittelvorräte, die du mitgebracht hast, die sind auch schon fast aufgebraucht. Wow, okay. Ja gut, dann komme ich zur Hütte. Was willst du? Musst du mich so erschrecken? Kim. Du, ich rufe dich gleich zurück. Ciao. Ja, danke. Musst du dich so anschleichen? Verfolgst du mich jetzt oder was? Ich habe mich nicht angeschlichen, ich war nur auf dem Weg zum Bahnhof. Wenn ich dich mal kurz daran erinnern darf. Erzähl es hier gleich um die Ecke und hätten Tanja oder Sebastian irgendwas von diesem Gespräch mitbekommen, wärst du jetzt aufgeflogen. Ja, hast recht. Tut mir leid. Ich passe das nächste Mal besser auf, okay? Versprochen. Nach Hause, also von mir aus hast du sturmfrei. Das ist lieb, du bist ein Schatz. Ja, dann kann ich vielleicht mal mit Sascha in Ruhe reden und gucken, wo das alles hinführt. Koch ihm doch was Leckeres. Wenn ich Sascha wäre, hätte ich heute richtig Kohldampf. Das ist echt ein super Tipp, danke. Und Liebe geht dir bekanntlich durch den Magen. Toi, toi, toi. Danke dir. Hallo Sascha. Tschüss Sascha. Hey. Hey. Wegen heute Abend, du hast doch sicher ein Date mit Jens. Soll ich mir was anderes vornehmen? Habe ich abgesagt. Olli, ich bin sonst überhaupt keine Quasselstrippe, aber ich glaube, wir sollten reden. Das, was wir vorhin erlebt haben, sowas habe ich noch nie gemacht mit einem Mann. Es war schön. Unglaublich schön. Aber ich glaube, nichts von Dauer. Weil erstens stehe ich doch mehr auf Frauen und zweitens will ich nicht, dass wir uns da was vormachen. Du bist mein bester Freund und das ist mir unheimlich wichtig. Und ich will nicht, dass wir das durch Sex kaputt machen. Nee, das will ich ja auch nicht. Gut. Dann ist ja alles klar. Schlecht. Der Pilot hat doch gedacht, er ist bei den Flugshows, oder? Kurz vor Düsseldorf dachte ich, der fliegt gleich unter der Rheinbrücke durch. Hat doch gerade noch die Kurve gekriegt. Also, ich bereite jetzt mal alles für Napoleons Ankunft vor. Also, wenn der Tierarzt dann okay gibt, dann kann er nächste Woche schon kommen, oder? Du hättest lieber Sansibar gehabt, oder? Napoleon ist ein feines Pferd. Und er passt gut in unsere Zucht. Was ist das denn? Das ist nichts. Ich hab vergessen aufzuräumen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Kannst du dir denken, was es ist, oder soll ich dir einen Tipp geben? Napoleons Papiere? Fast. Okay. Sein Kaufvertrag? Was soll ich damit? Schau doch mal rein. Du hast Sansibar gekauft. Ich hab Sansibar gekauft? Nein, zeig mal her, wirklich. Ich hab wirklich Sansibar gekauft. Hey, danke, dass du für Ansgar Burritos gemacht hast, weil er sich ja so danach gesehnt hat. Geht aufs Haus. Bezahlung kann man ja von dem Waldschrat eh nicht erwarten. Ja, aber sein ewiger Dank wird dir sicher sein. Er ist fast verhungert. Also mir wäre es lieber, wenn er meine Frau durch seine Vendetta nicht in Gefahr bringen würde, aber gut. Bitte? Kim hat unsere Suite verwanzt.
Ja, das hat sie jedenfalls behauptet. Ich glaube doch auch, dass das Provokation war. Ich meine, du hättest sie sehen sollen. Ihr gesamter Auftritt war die reinste Provokation. Ja, sonst hätte sie dich bestimmt nicht gewarnt. Ich möchte doch nur einfach sicher gehen, dass wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch ungestört unterhalten können. Glaub mir, sie plant irgendwas. Ich weiß nur noch nicht was. Aus tiefer Trauer um Ansgar ist sie jedenfalls nicht aufs Schloss zurückgekommen. Sie sieht ehrlich gesagt ganz glücklich aus. Ja, also ich finde nichts. Ich auch nicht. Wie wir vermutet hatten, keine Wand. Sehr gut. Auch wenn es mir nicht gefällt, dass wir diese Prozedur jetzt alle paar Tage wiederholen müssen, solange Kim auf dem Schloss ihr Unwesen treibt. Ja, geht doch auch nicht. Wiedersehen. Trotzdem, irgendwo kann ich sie auch verstehen. Jetzt hör doch mal auf mit den Selbstvorwürfen. Was ist denn hier Selbstvorwürfe? Das ist leicht gesagt. Du bist ja auch nicht für Ansgars Tod verantwortlich. Hör zu, Sebastian, wenn es eine Spur gibt, dann finden wir sie. Verlass dich auf mich. Und was Kim angeht, ich lass mir was einfallen, okay? Wo willst du jetzt noch hin? Nach oben ins Restaurant. Sag mal, bist du verrückt? Da sieht dich doch jeder. Ja, und? Pia, und wie oft rennst du denn mit Lebensmitteln für 3 Tage durch die Firma, hä? Eben. Ja, ich hol nur schnell seinen Lieblingswhisky. Ich bin mir sicher, das weckt seine Lebensgeister. Und wenn dich da jemand sieht? Sebastian ist eh nicht da und Tanja hat den ganzen Tag Konferenzen. Oh Mann. Ja? Ja, ja, ich komm gleich. Ja. Gut. Irgendwas in der Designabteilung. Kannst du das schnell halten, bitte? Klar, kein Thema. Ja, aber Sansi, war es viel zu teuer. Was ist, wenn er sich nicht so vererbt, wie wir uns das vorstellen? Wenn man weiß, dass es das Richtige ist, muss man alles auf eine Karte setzen. Ich vertraue voll und ganz auf dein Urteil. Bei Dionysos war es dasselbe. Keiner hat an ihn geglaubt. Aber du. Du hast es geschafft, du hast ihn gezähmt, du hast sogar das Lahnstein-Derby mit ihm gewonnen. Ich werde den Tag nie vergessen. Ohne dich. Ohne meine Erinnerung an uns. Wäre ich jetzt tot. Ich muss immer wieder an den Tag denken, an dem wir zusammengesprungen sind. Von diesem Turm ins Schwimmbad. In unsere Zukunft. Ich war neulich wieder da. Das war komisch. Kein Wasser im Becken. Ich... Du warst im Sprungturm? Ja. An dem Morgen nach dem Streit auf deiner Geburtstagsparty. Ich hatte wohl gehofft, dass du auch dahin kommst. Ich war da. Wir waren beide da am gleichen Tag und du hast dich dafür entschieden, mit mir nach England zu fliegen. Das hat was zu bedeuten. Ich weiß, du hast ein anderes Leben angefangen, aber ich habe unseres nicht vergessen. Du liebst nur die Erinnerung. Ich werde mich immer wieder neu in dich verlieben. Olli, sag mal, das Date heute Abend, das hast du nicht meinetwegen abgesagt, oder? Quatsch, ich hatte nur keine Lust drauf. Weißt du, ich bin ein alter Eheknochen und 2 Typen an einem Tag daten, das bin ich nicht mehr gewohnt. Ich wollte keine falschen Signale senden. Verstehe.
Wolltest mal wissen, wie es mit einem Typen ist. Ich war das Versuchskaninchen. Ach, Mann, du bist doch sauer. Quatsch, ich... Du, aber wenn du das nächste Mal eine schnelle Nummer willst, dann gib besser eine Anzeige auf, okay? Du hast ja selbst gesagt, wir sind super Kumpels, wir wohnen zusammen. Ich finde schön, dass du das nicht kaputt machen willst, aber es wäre jetzt ja fast passiert. Ich hoffe, das verstehst du. Gut, ich bin mal hinten und kümmere mich um meine Listen. Hey, Dennis, was geht? Wie? Jetzt? Olli, warte mal kurz. Das ist der Typ mit dem Flipperkasten. Der zieht da drum, der steht unten mit dem Teil und keiner ist da, um ihm zu helfen. Ich glaube, wir sollten runter. Ist gut, wir kommen. Na toll. Was machst du da? Oh, ich verkoste nur Ansgars Whisky. Ist echt ein edler Tropfen. Du weißt, was ich meine. Ja, ist doch gut. Ich habe alles zusammengepackt und mache mich jetzt auf den Weg. Und du bleibst hier. Nein, ich gehe selbst. Ich will nicht, dass dir was passiert. Was machst du, wenn Tanja dich beobachtet, hm? Die hat heute ein Meeting nach dem anderen. Sicher. Ich meine, ich habe vorhin da jemanden am Fenster gesehen. Das war wahrscheinlich die Putzfrau oder der Hausmeister Sascha. Nach der Ansage mit dem Wanzen, die du Sebastian gemacht hast, sind die doch misstrauisch geworden. Ja, und? Also, dass ich sie beobachte, das hätten sie sich so oder so denken können. Aber dass Ansgar noch lebt, davon haben die keinen Schimmer. Trotzdem, ich will nicht, dass dir was passiert und sie dann noch hinterher schleicht. Ach, Emilio, woher soll sie denn wissen, was ich vorhabe? Also, Tanja trinkt keinen Whisky. Und ich glaube auch kaum, dass sie Ansgars Zigarren oder Hemden abzählt. Und wenn schon? Es gibt einfach Dinge im Leben, die überlässt man seinem Mann. Vor allem dann, wenn es gefährlich werden könnte. Also, ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst. Aber wir sind hier nicht in Caracas. Wo sind die denn bloß hin? Was meinen Sie? Graf Ansgars Zigarren. Ich habe 20 Kisten seiner bevorzugten Marke bestellt und jetzt fehlt eine. Ich wüsste zu gern, wo die ist. Also, ehe Sie mich jetzt fragen, ich rauche nicht. Sehr witzig, Frau Schumann. Wirklich sehr witzig. Vielleicht ist ja einfach eine Kiste zu wenig geliefert worden. Wir bestellen seit Jahren genau diese Sorte aus Kuba. Und die Bestellungen waren bisher immer vollständig. Apropos, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich eine Ahnung, wo die Hemden von Graf Ansgar sind? Welche Hemden? Weiße ägyptische Baumwolle, Tuplei, mit doppelt gezwirnten Kett- und Schussfäden. Maßanfertigung aus London. Aha. Ja, kürzlich wurden erst welche geliefert. Jetzt sind sie weg. Hey, weg. Sie sind nicht mehr da, dabei habe ich sie eigenhändig einsortiert. Frau Schumann, ich stehe vor einem Rätsel. Justus, vielleicht haben Sie sich ja einfach vertan und es sind die Oberhemden von Graf Sebastian. Graf Sebastian trägt One-Ply, hellblau. Nur Graf Ansgar bevorzugt die schwerere Variante in weiß. Also in solchen Dingen irre ich mich nicht. Und was folgern Sie daraus? Dass irgendetwas auf diesem Schloss nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie meinen, Graf Ansgar ist heimlich zurückgekehrt und bedient sich jetzt an seinen Oberhemden und Zigarren, ohne jemandem Bescheid zu sagen? Oder vielleicht ist ja auch sein Geist hier unterwegs? Für wie töricht halten Sie mich, Frau Schumann? Ich bin mir ganz sicher, dass es eine einfache Erklärung für diese Vorgänge gibt. Entschuldigen Sie mich jetzt? Da wäre ich mir nicht so sicher. Lass klingeln. Das ist Ricardo. Schon wieder von Mallorca zurück. Dann wird der Brand bei seiner Finca ja nicht so schlimm gewesen sein. Hoffentlich. Du gehst? Ist besser so. Geh nicht.
sehen uns. Langsam, langsam. Pause! Pause! Tollen Kumpel hast du. Das Ding einfach abstellen und sich verpissen. Na, dafür war er billig. Ich hab gedacht, der ist geschenkt. Wir mussten 200 Euro bezahlen. 200 Euro ist billig. Das Teil kostet sonst einen Tausender. Und ich hätte ihn fast auf 100 unten gehabt, wenn du ihn nicht angemacht hättest. Jetzt ist es meine Schuld. Hab ich nicht gesagt. Oh Mann, wir brauchen noch Dennis gar nicht. Wir sind noch ein gutes Team, oder? Ganz toll. Hast du dir sehr weh getan? Ja, verdammt, es tut weh. Ist jetzt immer so zwischen uns weiter. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mich flachgelegt hast. Einfach so, um es mal auszuprobieren. Ich wusste nicht. Ja, jetzt weißt du, es tut weh. Eis. Nein, da muss kein Eis drauf, da gehört eine Salbe drauf. Ich bin's. Wieso bist du nicht an dein Telefon gegangen? Ich wollte lieber mit dir persönlich reden. Also persönlich reden möchte ich erstmal mit dem Schwachkopf, wegen dem ich völlig ohne Not nach Spanien geflogen bin. Was heißt ohne Not? Ohne Not heißt ohne Feuer. Aber die Feuerwehr hat doch angerufen. Nee, hat sie nicht. Irgendjemand hat mich verarscht. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber ich habe es ja schon aus dem Flugzeug gesehen. Nirgendwo auf Mallorca Feuer. Vielleicht war das in einer anderen Gegend. In der ganzen Gegend um die Calle del Sol kein Feuer. Wo? Calle del Sol 111, meine Adresse auf Mallorca. Was ist denn jetzt los? Ich muss noch mal ins Gestüt. Mir ist gerade eingefallen, ich habe ein Pferd vergessen. Bist du böse, wenn ich jetzt... Nee, ich muss ja eh... Hi, Marlene. Hi, was machst du denn hier? Ich wollte dich auf den Kaffee überreden, bevor ich nach Königsbrunn fahre. Aber das trifft sich super. Ich muss noch mal ins Gestüt. Ist es... Bis später. Plötzlich wieder alles da. Verstehst du alles? Moment. Ihr habt euch nur geküsst, oder? Ja, aber ich... Ich habe einfach gemerkt, dass... Ich war mir plötzlich wieder ganz sicher. Um ehrlich zu sein, ich hab's schon vermutet. Auch wenn du dachtest, dass Hagen tot ist und die Welt sich weitergedreht hat. Aber Dana, wichtig ist doch nur, was du jetzt fühlst. Ich weiß es nicht. Wenn Ricardo hier gewesen wäre, dann wäre das doch alles nicht passiert. Ja, aber dann wäre es ein andermal passiert. Muss Ricardo dich etwa vor deinen Gefühlen für Hagen schützen? Natürlich nicht. Aber wäre ich mit Hagen nicht nach England geflogen, dann wären wir uns nicht mehr so nahe gekommen. Und Hagen hat das gewusst. Und hat nicht locker gelassen. Du denkst, er hat das irgendwie eingefädelt? Es gab keinen Brand auf Mallorca. Hagen hat das nur behauptet. Bist du sicher? Ich habe einen Zettel bei Hagen gefunden mit einer spanischen Adresse. Und ich glaube, das war Ricardos Adresse.
Also wenn das stimmt, dann zieht Hagen wirklich alle Register. Warum überlässt er die Entscheidung nicht einfach mir? Weil du in seinen Augen doch sowieso schon die falsche Entscheidung getroffen hast. Aber Dana, Ricardo kämpft genauso. Der setzt sich auch unter Druck. Aber du willst es nur bei Hagen sehen. Weil er die falschen Mittel wählt. Bist du sicher, dass Hagen diesen Brand auf Mallorca nur erfunden hat, um Ricardo wegzulocken? Keine Ahnung, aber ich werde das überprüfen. So, für die drei. Hey. Hey. Tut mir leid. Ich hätte dir das gegönnt mit Sascha. Ich habe Sascha vorhin schon total grundlos angemacht. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich wegen ihm so depri bin. Du kannst doch nichts für deine Gefühle. Nein, aber er kann auch nichts dafür, dass er keine für mich hat. Ich will einfach nicht, dass es wieder so krampfig zwischen uns wird wie nach dem Kuss damals. Also, kein Wort über meinen Liebeskummer, okay? Ich kann schweigen wie eine wohlgeformte Urne. Eine wohlgeformte Nuss bist du, das bist du. Du kommst schon drüber hinweg. Ich hab's mit Ricky auch geschafft. Irgendwann. Naja, und im Notfall, da kann mich Justus ja doch noch mal hypnotisieren. Ich glaube, du bist nicht so der Typ dafür. So, das Teil steht und kann bespielt werden. Super, danke. Wie geht's deiner Hand? Schon viel besser. Sorry, dass ich dich eben so blöd angemacht habe. Nee, nee. Bis später. Sascha, warte mal. Wollen wir das Ding nicht zusammen einweihen? Klar, wenn du magst. Klar. Dann zeig mal. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ich habe da nur ganz kurz drauf geguckt. Hoffentlich. Weil wenn das wirklich die Adresse von Ricardos Finke war, ist der Hagen auf jeden Fall eine Erklärung schuldig. Hier. Kai del Sol. Das ist es. Hey, da bist du ja... Huch! Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Hallo. Ja, ich bin auch gar nicht da, weißt du, ich muss gleich wieder... Was ist denn mit der los? Kannst du mir das erklären? Kaya, der ist voll 111. Hör auf, mich zu verarschen. Das ist deine Handschrift. Das ist Ricardos Adresse. Hast du behauptet, dass der Wald bei seiner Finca brennt? Schluss mit der Märchenstunde, Kim. Was machst du hier? Hab ich dir doch schon gesagt. Ich mache bei einer Radioschnitzeljagd mit. Und wegen sowas stolperst du freiwillig durch den Wald? Ja. Man kann nämlich ein komplettes Designer-Outdoor-Outfit gewinnen. Aber ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Check doch den Radiosender, wenn du mir nicht glaubst. Blöd nur, dass hier kein Empfang ist, hm? Kim, du sagst mir jetzt, was du hier machst und komm mir nicht mit dieser Schnitzeljagd. Schlechte Nachrichten, Süße. Irgendwer war schneller als wir. Emilio? Frau von Lahnstein, Sie bei der Schnitzeljagd? Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie der Typ dafür sind. Aber jetzt, wo keiner von uns den Preis kriegt, können wir ein Picknick machen. Hast du den Proviant dabei? Ja, ja, klar. Wir haben nämlich reichlich Burritos mit. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mitessen. Ganz bestimmt nicht. Oh, das ist aber schade. Aber ich kann verstehen, wenn du auf deine Figur achten musst. Wir sehen uns auf dem Schloss. Mein Gott, du hast das Leben gerettet. Ich hab doch gesagt, dass du sie nicht unterschätzen sollst. Ich weiß. Das nächste Mal passe ich besser auf. Falsch, das nächste Mal passe ich besser auf. Und auch wenn das heißt, dass ich mit nach Königsbrunn ziehen muss. Das würdest du wirklich machen? Habe ich eine Wahl, du Pfeife? Hm? Oh mein Gott, du bist mein Held.
Was macht sie denn da? Dasselbe könnte ich ja wohl Sie fragen. Ich habe Christine gebeten, mir beim Auspacken des Koffers behilflich zu sein. Halt! Kein Schritt weiter. Der Koffer darf nicht berührt werden. Es handelt sich um ein Beweisstück. Ich habe soeben einen Fingerabdruck genommen, damit wir feststellen können, wem der Koffer gehört. Das kann ich Ihnen auch so sagen. Der Koffer gehört Kim Wolf. Ist heute hier eingezogen. Und warum sagt mir das niemand? Vielleicht, weil Sie mit anderen Dingen beschäftigt waren. Frau Schumann, ich wünsche, über alle Belange auf diesem Schloss informiert zu werden. Und zwar umgehend. Ja. Jetzt ist ja zumindest auch geklärt, wohin die Hemden verschwunden sind. Kim wollte Platz für ihre Kleidung schaffen, solange sie hier wohnt. Meine Rede, Frau Schumann. Meine Gedanken. Dann bleibt jetzt nur noch zu klären, wer sich an den Zigarren von Graf Ansgar vergriffen hat. Hm? Gut. Sie können den Koffer jetzt auspacken. Ja, das stimmt. Warum machst du sowas? Ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Und deswegen lässt du Ricardo einfach mal so nach Spanien fliegen? Wärst du sonst mit mir mitgekommen? Eben. Da muss ich mir was einfallen lassen. Hast du mal eine Sekunde darüber nachgedacht, wie Ricardo sich dabei fühlt? Oh, der arme Ricardo. Was glaubst du, was das für ein Gefühl für mich ist? Dich jeden Tag mit ihm zu sehen. Dana, ich verstehe dich nicht. Was hält dich bei diesem Typen? Das ist es, was du fühlst. Er war da. Das ist traurig. Ricardo ist ein Platzhalter. Schick ihn weg.